Hey Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen hier bei den Scooterhelden in Berlin. Ja, es ist früher Morgen, ich habe gerade meinen Kaffee getrunken und ich dachte mir, heute fahren wir mal wieder einen Elektroroller. Sondra hat ja nicht nur die Meko Super gelauncht und noch ein paar andere Modelle, sondern ja auch die Robo S. So, zu Robo S werdet ihr jetzt schon ein, zwei Videos im Netz finden. Die habe ich auch gefunden. In der Klasse der 125er L3E könnt ihr mit B196er Führerschein fahren. Preis 3.600 Euro, das Äquivalent zu NIO MQi GT mit 70 km/h oder auch GTS mit 80 km/h. Analog vielleicht auch eine CPX, TC Max oder EK3 SK3. Diese Robo S ist auf jeden Fall preislich ganz interessant positioniert. Aber ich finde ganz ehrlich, ich habe kein richtiges Video gefunden, wo einer mal wirklich seine Meinung sagt. Na, das ist wieder nicht ganz so geil hier, ne? Naja, also an der Stelle auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Naja, okay, das, aber da sitzt du ja nachher drauf, ne? Was er geil findet, was er nicht so geil findet, und das möchte ich heute erledigen. Deswegen schau mal hier. Hier lädt sie gerade, die Robo S. Ja? Und das, was jetzt hier unten so schnarrt und so laut ist und aussieht wie so ein Wechselrichter-Sinus-Wandler für euren Camper, das ist tatsächlich das 10 Ampere Ladegerät, denn wir haben ja verbaut den gleichen Antriebsstrang wie bei der Meko Super. Jeder, der das Video nochmal gucken möchte, Fahrzeug ist ein bisschen kleiner, aber wir haben auch hier 72 Volt, 3 kW Grundleistung, Peakleistung 4 kW auf dem Hinterrad, das Ganze auf einer 12 Zoll Bereifung bei ungefähr 100 Kilogramm. Und die Akkus, die verbergen sich hier im Fußraum, 2x20 Amperestunden, in Summe ca. 2,9 Kilowattstunden und Reichweite wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei der Meko Super. 60 bis 80 Kilometer. Jo, und das testen wir heute mal. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile, ja. Also das ist zum Beispiel schon so ein Ding, ja, da will ich nachher nochmal drauf eingehen. Das ist der Schlüssel. Du hast natürlich ein Keyless-System, musst aber darüber hinaus hier immer wieder diesen Polygel rausziehen. Schau mal hier, den echten Schlüssel. So. Um zum Beispiel die Sitzbank zu öffnen. Das kannst du natürlich auch über die Elektronik mit dem Schlüssel machen. Wenn die allerdings versagt, dann musst du mit diesem manuellen Schlüssel ran und zusätzlich willst du auch mal das Batteriefach öffnen. Dafür muss die Lenkersperre drin sein. Das sind also so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir innerlich frage, warum macht ihr das eigentlich? Egal. Dazu kommt noch die Optik. Wo ich mir dann immer wieder sage, ich gucke mir so ein Video an und denke, boah, das sieht total geil aus hier und hier. Und ich denke mir gerade so, Mann, das erinnert mich an meinen Tetris, an meinen MS-DOS von 1983. Leute! Wo ist denn das Pro und Contra? Also auf diese Pro und Contra, wie gut, wie schlecht, macht Spaß, ja, nein, für 3.600 Euro. Und ist es ein Äquivalent zu NIO, Horvin, Super Soko, Uno und Co.? Das möchte ich heute mit euch zusammen herausfinden. So, jetzt dreht die Kamera wieder um, zieh mich an und dann geht's los. Als allererstes machen wir einen kleinen Handling-Test. Das heißt, der Roller muss jetzt natürlich raus aus dem Laden. Der Robo S verfügt natürlich über eine Alarmanlage. Eine zweistufige. Einmal kurzes Anpiepen, einmal langes Anpiepen, samt Motor blockieren und ein Lenkerschloss habt ihr natürlich auch. Von außen wirkt der Roller jetzt wirklich sportlich, aber immer wieder auch Anlehnungen an diverse andere Modelle. Aber gut, du kannst dich auch nicht jedes Mal dich neu erfinden. Ja? Schön ist mit der Beleuchtung oben unten, du wirst gut gesehen. Wir haben einen Seitenständer, wir haben einen Hauptständer. Du kannst ihn gut aufbocken, weil du eine riesige Reling hast, an der du dich festhalten kannst. Okay, Fahrwerk wird interessant. Probieren wir gleich mal aus. Was ich erstmal gut finde auf den ersten Blick ist, wir haben hier noch zwei große Fächer. Wir haben hier unser Zündschloss. Hier haben wir... ja, das ist wirklich günstig gemacht. Ne? Also aus billigem Plastik hier so ein Haken initiiert. Also da würde ich wahrscheinlich nicht wirklich was ranhängen. Das wirkt auch nicht wertig von der Verarbeitungsqualität her. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Es gibt eine 5 Volt USB Ladebuchse, USB-A, um genau zu sein. Und dann haben wir hier oben unsere Lenkerarmatur, unsere Spiegel. Also erstmal schöne, große, breite Spiegel. Dann alles wie gehabt. Du kommst hier gut an die Bremse. Rechts der Gasdrehgriff. Diese Taster jetzt hier, ja, die fühlen sich erstmal noch nicht ganz so geil an. Es sieht auch nicht ganz so cool aus. Auch dieser Kunststoff jetzt hier oben gefällt mir noch nicht ganz so sehr. Aber gut, lassen wir erstmal so stehen. Dann gehen wir in die Mitte. Da haben wir wieder unseren Fingerabdrucksensor. Da könnt ihr über die App diverse Einstellungen vornehmen und vor allem auch diverse Personen hinterlegen. Bei mir hat es bei der Meko Super nicht funktioniert. Ich lasse es jetzt hier auch einfach. Habe jetzt eh keinen Bock, hier irgendwas einzulesen. Ja. Und dann habt ihr euer Display, wo ihr die Geschwindigkeit, die Akkustände und auch den Kilometerstand seht. Guckt, das reflektiert sehr stark, dass ihr das vorher ein bisschen sauber macht. Ja, weil ich habe jetzt schon das Thema, dass ich oben die Markise sehe. Also wenn ich 3.600 Euro ausgebe, dann erwarte ich zumindest, dass das von der Qualität her und von der Haptik her, von den Materialien her, ja, so auf NIO-Niveau ist. Ne? Und selbst bei der Horvin, das ist gut gemacht und auch, ja, bei Super Soko, muss man ganz klar sagen. Ich komme überall gut ran. Wir starten also in Fahrstufe 1 und fahren als allererstes zum Kopfsteinpflaster. Wir machen erstmal einen Fahrwerkscheck und dann geht's auf die Autobahn. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil das fühlt sich irgendwie ein bisschen hart an. Aber gut, vielleicht irre ich mich auch.
Als nächstes kommen wir zum Thema Fahrwerk. Ich habe mir ein schönes Kopfsteinpflaster für euch ausgesucht, ja. Und auf dem Weg hierher möchte ich noch erwähnen, also das muss ich noch sagen, das muss ich zum Ergo-Check noch hinzufügen. Du sitzt ja unglaublich hoch hier mit deinen Beinen, ja. Also wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, also die Beine, die sind so weit oben, dass ich hier gar nicht mehr richtig einlenken kann. Das ist tatsächlich ein Thema, weil wir ja im Fußraum auch die beiden Akkumulatoren haben. Okay, kenne ich bereits von Nio, aber in der Position, das ist schon fast kein rechter Winkel mehr. Das macht schon den hier, ja. Als wenn ich irgendwo auf dem Tisch liegen würde. Gut, lassen wir mal so stehen. Nicht ganz so bequem, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Ansonsten vom Sitzpolster her schon mal nicht schlecht. Jetzt geht es aber ganz kurz mal ums Fahrwerk. Dafür geben wir mal kurz Gas in Fahrstufe 1. Ja. Und ihr könnt es nicht hören. Es reicht, wenn ich es höre, aber ich versuche mal ein bisschen wiederzugeben, was ich hier spüre. Also ich merke auf jeden Fall eine starke Vibration, die von vorne kommt. Also was die Federgabel betrifft, die hat hier ordentlich zu ackern. Und auch hinten, es war nicht nur ein subjektives Empfinden, es ist tatsächlich so, dass das Fahrzeug extrem hart einfedert. Und man auch aufpassen muss, was die Gasannahme betrifft. Also Leute, da schüttelt es sich ordentlich durch. Das kannst du vom Fahrwerkskomfort her nicht vergleichen. Oh, nicht vergleichen mit einer vergleichbaren MQi GT, die wirklich butterweich einfedert. Ich fahre mal nochmal zurück für euch. Beobachtet mal einfach den Lenker vorne und auch das Display, dann seht ihr die Vibrationen, die sich quasi hier auf den Fahrer übertragen und einmal durchs ganze Chassis wandern. Das ist jetzt natürlich auch nicht ohne, was ich hier mache. Und ihr bekommt nur einen Bruchteil von dem mit. Aber fahrwerkstechnisch ist das sehr, sehr hart eingestellt. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde hier zu zweit fahren, ich glaube, da hast du schon zu tun. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass die Dämpfer hinten durchschlagen. Auch wenn du eine Zuladung hast von 180 Kilogramm, ist das schon nicht ohne. Also zu zweit hier auf dem Schinken, mein lieber Scholli, ey. Wir fahren jetzt mal in Richtung Autobahn und dann probieren wir den Robo S mal aus und schauen, was die Höchstgeschwindigkeit ist und vor allem auch, wie die Drehmomentkurve ist. Das ist auch ganz interessant, weil jedes Fahrzeug ist ja da auch anders programmiert. Und deshalb lohnt sich das auch, da mal einen Blick drauf zu werfen und sein Feedback zu geben. Und für uns geht es jetzt auf die Autobahn und ich beschleunige mal in Fahrstufe 1 und muss mich immer wieder selber daran erinnern, dass ich den Blinker ausmache. Ich habe hier auch keine akustische Rückmeldung. 58 ist jetzt hier die Höchstgeschwindigkeit bergab in Fahrstufe 1. Das ist echt nicht ohne. Also Fahrstufe 2, das ist jetzt außergewöhnlich. 76 km/h lese ich jetzt hier auf dem Tacho. Ich muss aber sagen, dass der Tacho extrem spiegelanfällig ist. Ja? Also ich kann hier gefühlt in den LKW reingucken. Und ich sehe mich selber auch sehr stark. Wir wechseln mal direkt im Anschluss in Fahrstufe 3. Was den Punch betrifft, muss ich sagen, habe ich jetzt zwischen 1 und 2 keinen Unterschied feststellen können. Nur, dass die Höchstgeschwindigkeit halt eben noch einen Ticken höher war. Aber wenn du jetzt so dieses Anfahrdrehmoment nimmst, oder du bist ja jetzt hier auch schon bei 70 km/h. Langgezogene Steigung jetzt hier, 88 km/h. Lese ich auf dem Display ab. Also eins muss man schon sagen, du kannst gut mitschwimmen, merkst dann aber jetzt hier zum Beispiel auch auf der Stadtautobahn immer wieder diese Unebenheiten über das Fahrwerk. Also das kristallisiert sich jetzt schon als Schwäche heraus. Fahrwerkstechnisch, meiner Meinung nach, müsste man da noch ein bisschen nachjustieren, damit es einfach bequemer wird. 8 Kilometer sind wir übrigens bisher gefahren. Ich kriege hier noch 2 Akkus angezeigt. Ist auch witzig, dass er den Wert nicht kumuliert, sondern die Akkus werden ja anscheinend zeitgleich entladen, die sind parallel geschaltet und aktuell bei 88%. Okay. Also was mir gerade auffällt, wenn ich versuche konstant die 80 km/h zu halten, ja. Also er versucht wirklich durchweg zu beschleunigen, was ja gut ist. Er hat die Power und auch den Punch und er gibt hier Vollgas. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Mir wurde jetzt an dieser Stelle echt so ein Tempomat gefallen, wo du einfach nur konstant die 80 eingibst und dann kannst du deine Hand wieder entspannen. Aber es ist echt mit Arbeit verbunden, weil hier nicht schneller zu fahren als 80 ist wirklich schwierig, weil er immer wieder hoch und runter regelt und ist für mich somit auch nicht einfach gesteuert. Also die Programmierung ist an der Stelle nicht ganz so smooth, wie ich es mir wünschen würde, damit er quasi ab einem bestimmten Punkt einhakt. Jetzt schon wieder. Also ich regle eigentlich immer wieder nach, so als wenn du Auto fährst und du musst ständig im Prinzip im Lenkrad eingreifen, um in der Spur zu bleiben. So fühlt sich das gerade hier mit der Geschwindigkeit an. Ich schaff's irgendwie nicht so ganz, die 80 zu halten. Bist du an so einem Punkt, wo du sagst, jetzt hast du die 80 erwischt, dann beschleunigt er wieder hoch und dann musst du wieder nachlassen. Ah! Also das ist ehrlich gesagt nicht ganz so cool, ne? Kenne ich so auch nicht von anderen Fahrzeugen. Wir sind 22 Kilometer gefahren und wir haben noch 67% Restakku. Alles klar, cool.
Fahrstufe 3 ist wirklich tricky, man muss gucken, ja, weil die haben diese Gaskurve so programmiert, dass sie halt eben in Wellenform stattfindet. Das macht mir persönlich ganz so viel Spaß. Wenn du jetzt während der Fahrt runterschalten willst in Fahrstufe 2, dann geht das leider auch nicht. Du würdest dann automatisch wieder bei 1 landen. Also das finde ich ein bisschen blöd, dass man den Rhythmus jetzt so gewählt hast. Du bist in Fahrstufe 3 und sagst, alles klar, jetzt möchte ich aber lieber ein bisschen weniger Speed. Dann würdest du automatisch runtergebremst werden in Fahrstufe 1. Das ist doof. Ja, also Sunra, meine Lieben, ja, bitte 1, 2, 3 und dann wieder 3, 2, 1. Das macht dann an der Stelle vermutlich auch Sinn. Bei vielen anderen hast du ja dann so eine Art Kippschalter, ne? Oder du hast einen Drehregler unterschiedlich, aber du kannst zumindest frei wählen, ob du in 1, 2 oder 3 landen möchtest. Hier kannst du nicht wählen. Ja, also jetzt lande ich automatisch in 3, ist ja okay. Ich sage, ich schwimme jetzt hier im Verkehr mit, aber würde dann automatisch wieder in 1 landen. Das ist nicht in Ordnung. Ich will mich aber mit euch mal über das Thema Kosten unterhalten. Also zum einen habt ihr ja den Anschaffungspreis von ca. 3.600 Euro. Und man muss ja ganz klar sagen, wenn man sich die Energiepreise im Moment anguckt, es schießt ja alles in die Höhe. Ja? Ob es Öl, Gas, Benzin, scheißegal, alles wird teurer. Und deswegen macht es natürlich schon Sinn, darüber nachzudenken, ob man nicht auf E umsteigt. So, jetzt hast du bei den Fahrzeugen ja immer das Thema 230 Volt, zu Hause laden, okay, kein Typ-2-Stecker. Da gibt es diverse Adapter, da muss man dann eben mal gucken im Zubehör, wo man theoretisch auch mal so eine Ladesäule kann. Gibt es tatsächlich. Da sind aber auch bestimmte Voraussetzungen wichtig. Jetzt hier bei dem Fahrzeug haben wir ja verbaut 2x20 Amperestunden, das Ganze auf 72 Volt. Ihr nehmt im Prinzip nur die Spannung mal Amperestunden und dann habt ihr in etwa die Kapazität. Das sind jetzt hier 2,9 Kilowattstunden. Reichweite bei dem Fahrzeug, naja, wir werden mal sehen, aber ich schätze mal, nehmen wir mal 80 Kilometer. Ja, 80 Kilometer. Ihr ballert hier also knapp 3 Kilowattstunden rein, eine Kilowattstunde 35 Cent, können wir alle rechnen, sagen wir mal 1,05 Euro oder 1 Euro, scheißegal. Dann kann man also Pi mal Daumen sagen, auf 100, 150 Kilometer sind wir hier irgendwo bei 2 Euro Kosten. Gut, machen wir mal einen Richtwert draus, sagen wir mal, okay, wir wollen 300 Kilometer weit fahren, ja, dann wären wir hier irgendwo bei 4, 5 Euro Gesamtkosten. Ich finde, das geht. Wenn du überlegst, dass der Liter im Moment, Diesel 1,92 Euro, ja, diese Komma 9 ist sowieso immer Makulatur, drauf geschissen, ja, eigentlich sind es 1,93. Aber genau darum geht es ja. Ihr spart auf jeden Fall damit ein, sofern der Kilowattstundenpreis nicht zukünftig noch den macht. Ja. Wenn ihr natürlich irgendwann 60, 70, 80 Cent die Kilowattstunde zahlt, dann seid ihr immer noch günstiger, aber man muss das natürlich immer relativieren. Dazu kommt aber noch, dass natürlich, ihr habt keine Steuern bei dem Fahrzeug. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ihr könnt euch die TRG-Quote sichern. Ja? Zum einen in der L3E-Klasse. Für 3 Jahre ist es im Moment festgeschrieben. Ihr könnt sogar bei einer 45er die TRG-Quote euch holen, wenn ihr eine freiwillige Zulassung macht. Also ihr holt euch sogar noch Kohle rein. Und die Wartungskosten sind ja auch niedrig, weil ihr ja kaum was habt, was hier gewartet werden muss, bis auf die Bremse, die natürlich dann mit seiner Bremsflüssigkeit, Schräubchen und Software, ist ja alles nicht der Rede wert. Also die Kosten halten sich wirklich in Grenzen im Vergleich zu einem Verbrennerfahrzeug. Die Lebensdauer ist natürlich ein anderes Thema. Halbwertszeit, wie lange hält so ein Akku? 800.000, 2.000 Ladezyklen, hängt immer davon ab, was sind für Zellen verbaut, was ist für ein BMS verbaut. Wie geht man selber damit um? Wann wird geladen, wie wird geladen? Also da könntest du auch ein Buch drüber schreiben. Gibt es sicherlich auch Bücher drüber, ist aber jetzt nicht das Thema. So, mein Popo ist jetzt wieder startklar. Ich bin's auch. Das sollte jetzt nur mal ein kleiner Ausdruck zum Thema Kosten sein. So, wir fahren jetzt wieder zurück und dann bin ich mal gespannt, wie weit wir tatsächlich kommen mit dem Robo S. Oh, Bremse ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ne? Wir haben ja Scheibenbremse vorne, hinten, 12 Zoll Bereifung, CBS ist hier Serie, ABS oder Traktionskontrolle. Entschuldigung, ein bisschen lachen. Ja, gibt es in der Klasse einfach nicht. Könnt ihr knicken. Ja, da müsst ihr euch schon eine Schwalbe kaufen, die kostet mal schlanke 6.000 bis 8.000 Euro. Da werdet ihr dann sowas auch finden, Mittelmotorprinzip. Aber nicht hier bei der Robo S. Dafür habt ihr ordentlich Druck. Also das ist ein großer Pluspunkt, ja. Sie fliegt förmlich von 0 auf 50 km/h. Das muss man wirklich sagen. Aber die 50 dann zu halten, konstant, das ist echt ein Problem. So, und wenn du jetzt in die Eisen gehen musst, kannst du das natürlich machen. Was die Bereifung betrifft, habt ihr hier eine CST-Bereifung drauf. Oh ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? CBS bedeutet ja mal hinten bremsen, bremst vorne mit. Sparst Ressourcen, damit hier nicht einseitig nur eine Bremse verbraucht wird. Bremsen wir nochmal ab. Ah ja, du kommst sicher zum Stehen, so wie bei allen. Passt.
Ja, was ich noch nicht gefunden habe, sind die Behälterchen, um abzulesen, wo man jetzt hier die Bremsflüssigkeit findet. Ach, hier an der Seite. Ha, interessant. Also an der Seite, da musst du seitlich reingucken, dann siehst du den Stand der Bremsflüssigkeit. Ja, ich habe jetzt nochmal zwei Themen für euch. Wir haben jetzt also 50% unseres Akkus verbraucht. Knapp 34 Kilometer sind wir insgesamt gefahren. Die Ablesbarkeit des Displays wird jetzt immer schlechter, da die Sonne tatsächlich auch rauskommt, so wie ich es schon gesagt habe. Und die Reflexion ist halt wirklich sehr massiv. Der zweite Punkt ist der, dass sich meine Akkus so ein bisschen ungleichmäßig entladen. Der eine 49% jetzt, der andere ist noch bei 52%. Gut, ist okay. Ich merke zumindest jetzt hier erstmal keine Nachteile. Und klar ist natürlich auch, mit sinkender Kapazität und damit einhergehender geringerer Spannung haben wir auch nicht mehr die Möglichkeiten, hier mit 88 davon zu fliegen, sondern jetzt ist wirklich bei 80, 81 an der Stelle Schluss. Ja, ein ganz wichtiges Thema, was mir ja auch gerade noch aufgefallen ist, ja. Die ganze Zeit, was ich jetzt hier Stadtautobahn fahre, aber vorhin auch schon in der Stadt, ich habe so ein Vibrieren in der Lenksäule. Ja, als wenn das Fahrwerk vorne so viel zu tun hätte, dass sich das alles trotzdem in Richtung Lenker und auch Fahrer überträgt. Also man hat so das Gefühl, man schlingert ein bisschen, ja. Nun sind ja die Straßen in Berlin nicht die besten, vor allem auch nicht hier auf der Stadtautobahn. Aber ich kenne das so von anderen Fahrzeugen nicht. Also lasst ja die Hände am Lenker, das ist ganz, ganz wichtig, weil es ja auch sicherheitsrelevant ist. Also 50 Kilometer später haben wir noch 28% und 31% Restakku. Wir fahren jetzt wieder zurück, gibt noch eine Runde Autobahn, dann geht's zum Laden und dann gibt's mein Fazit hier zum Derdidas Robo S. Auch eine witzige Situation. Ich habe den Schlüssel in der Tasche und auf einmal löst die Alarmanlage aus, sprich die Wegfahrsperre, und mir geht die Karre aus. Muss ich erstmal gerade beiseite schieben. Ah, schön doof. Ich pack den mal hier rein. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind im Reservemodus. Einer der Akkus hat 13%, der andere hat 16%. Und ja, laut Anzeige sind wir noch in Fahrstufe 3, können aber nicht schneller als knapp 50 km/h fahren. Ja, gut. Also von den Parametern her ist das natürlich jetzt ähnlich wie bei der Miku Super. Bei der Miku Super kam es ein bisschen später. Ich glaube, bei 13% hat er die Reserve eingesetzt. Und hier ist es jetzt der Battle Mix zwischen 13 und 16. Ich muss da echt ein bisschen schmunzeln. Und dass die Fahrstufe jetzt hier nicht selber runterschaltet, okay, sei jetzt mal dahingestellt. Wir sind roundabout 63 Kilometer gefahren. Dadurch, dass ich die Karre nochmal anmachen musste, habe ich jetzt natürlich einen neuen Tageskilometerstand, weil auch der nullt sich natürlich, wenn du die Maschine ein- und ausschaltest. Ah, das habe ich schon bei der Miku Super nicht gemocht, ja. Du musst also dann wirklich gucken, Maschine ausschalten. Wenn du sie dann wieder eingeschaltet hast, dann hast du den Gesamtkilometerstand. Und man kann ab dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich davon ausgehen, dass man so im Stadtbetrieb noch irgendwas zwischen 10 und 15 Kilometer schafft. Ja. Und somit sind die 80 Kilometer hier bei dem Fahrzeug auch ein realistischer Wert. Absolut. Und wir fahren jetzt auch direkt in Richtung Laden, weil das muss ich jetzt hier nicht noch rausfahren, weil dieses ganze Stop and Go macht auch keinen Spaß. Denn ich kann ja die Geschwindigkeit nicht konstant halten. Also entweder gibst du hier Feuer oder gibst kein Feuer. Ja. Und wenn du Feuer gibst, dann musst du immer wieder auch vom Gas weggehen, damit du eben nicht die Höchstgeschwindigkeit überschreitest. Ja gut, bei 48 geht es jetzt aber noch. Kann man jetzt wahrscheinlich so lassen. Aber wenn du im Regelbetrieb bist, wo du denn in Fahrstufe 3 halt eben auch normal deine 80 fahren kannst, dann nervt das schon so ein bisschen, wenn da keine vernünftige und saubere Gasannahmekurve vorhanden ist. So, jetzt geht's zum Laden. Und dann gibt's mein Fazit. Reicht ja auch. Knapp anderthalb Stunden unterwegs gewesen jetzt. Ja, Freunde, wir sind gelandet. 60 Kilometer später, 62, 63, 64, ist ja scheißegal, ja. Sind wir wieder zurück. Wir hatten noch 13-15% Restreichweite in Fahrstufe 3 runter geregelt auf 48 km/h. Also 10, 15 Kilometer wären auf jeden Fall noch drin gewesen und somit hätte er seine 80 Kilometer erreicht. Generell muss man ja sagen, für 3.600 Euro, ich habe ihn auch schon für 4.000 Euro gesehen und für 3.500 Euro, was denn jetzt? Kriegt auf jeden Fall eine ganze Menge Roller, aber der hat auch Schwächen und diese Schwächen muss man einfach ansprechen. Für mich ganz klar, Preis-Leistungs-Verhältnis ist fair, weil aufgrund der Kapazität mit der Spannung knapp 3 kW Akkuleistung, 80 Kilometer, ist okay dafür, dass wir zwei Drittel jetzt wirklich Autobahn gefahren sind. Ja? Die Leistung 88 km/h und du merkst, wenn die Spannung sinkt und die Kapazität, dass er dann mit
mit 80 wirklich zu tun hat, aber du schaffst es noch mitzuschwimmen und irgendwas zwischen 14% und 17% geht er dann in die Reserve. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber hier und da, also angefangen tatsächlich, muss ich sagen, von dem Ladegerät. Ich finde es sehr laut. 10 Ampere ist ja cool, 4,5 Stunden Ladezeit in etwa. Das passt auch alles. Aber wenn du das Ding nebenbei laufen hast und du hast die Akkus in der Wohnung, ey, musst du schon echt den Fernseher lauter machen. Das haben die irgendwo alle. Ist ja ein Lüfterladegerät. Okay, lassen wir einfach so stehen. Aber die Haptik, hier und da, auf jeden Fall verbesserungswürdig. Ja? Größtes Manko, muss ich ganz klar sagen, waren die Armaturen, die Schaltereinheit, diese Plastikknöpfe, genauso wie das Dashboard von der Ablesbarkeit her mittelmäßig und vom Look her einfach retro. Ja? Muss man mögen. Also wir 2022, 2023 kommt, TFT-Displays und Streamings und was es nicht alles gibt mittlerweile. Und 3.600 Euro ist ja jetzt auch nur ein Hunderter entfernt von der vergleichbaren NIO MQi GT beispielsweise. Ja gut, da sieht das Display jetzt auch nicht besser aus. Aber die Haptik ist halt einfach nochmal eine andere. Es fühlt sich halt einfach alles ein bisschen stimmiger an. Ja? Und das ist ja auch der Punkt. Ja? Wir hatten jetzt eine 12-Zoll-Bereifung, CBS-Bremse, alles gut. Ja? Trotzdem fühlte sich das Ganze ein bisschen unruhig an während der Fahrt, auch Kurvenfahrten. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich gut und vernünftig und sauber am Asphalt lebe. Kann vielleicht auch mit dem Schwerpunkt zusammenhängen, dass meine Knie auch sehr hoch waren. Was die Ergonomie betrifft, war es wirklich nicht optimal. Aber das Fahrwerk ist hier wirklich das größte Manko, genauso wie die Vibration der Lenksäule, die ich während der Fahrt immer mal wieder hatte und die mich persönlich auch ein bisschen verunsichert hatten. Ja? Ist jetzt vielleicht mein Empfinden, weil ich speziell darauf geachtet habe, wo hapert es jetzt, wo macht es Geräusche, und Geräusche macht es ohne Ende. Das Fahrwerk ist wirklich, entweder ist es zu schwammig, wenn du dann auf der Straße in die Kurve gehst, oder es ist einfach zu hart und du hast das Gefühl, ey, nach einer Stunde tut dir wirklich der Arsch weh. Das war so ein Thema für sich. Krass war wirklich der Punch, also dieser Mix aus diesem Radnabenmotor mit diesen 72 Volt. Ey, du hast wirklich Power ohne Ende in der Maschine. Das macht richtig Laune. Und darum geht es ja vielen auch. Die wollen einfach vom Start weg gleich der Erste sein oder die Erste. Okay, seid ihr. Aber wenn es dann darum geht, dass über diese Gasannahme eben eine vernünftige Drehmomentkurve stattfindet, das ist nicht der Fall. Es hat eher sowas von einer Welle, ja. Du kannst die Geschwindigkeit nicht konstant halten. Hier fehlt vielleicht auch der Tempomat. Da hat man halt eben diese Gasannahme nicht sauber programmiert. Also das ist mir wirklich sofort aufgefallen. Ja? Von der Optik und allem drum und dran wirklich ein guter Roller, rudimentär, einfach gehalten. Ja? Da sind jetzt keine Spielereien drin. Ja, du hast eine App und eine Alarmanlage, die auch sehr laut ist und sicherlich nicht immer der Freund des Nachbarn sein wird, aber das hat NIO ja auch. Also das kann man jetzt nicht negativ bewerten. Für mich ist ganz klar, dass dieser Mix aus diesem etwas zu unkontrollierten Fahrwerk, was man da verbaut hat, mit diesem Motor, der halt eben immer nur Power sucht. Warte mal ganz kurz, jetzt ging an hoch. Schatzi, ich mach grad Fazit. Ist wichtig? Ich steh gerade bei Skonto. Da Kissen und Bettdecken holen. Willst du ein großes Kissen oder ein halbes Kissen? Ein halbes Kissen. Ey, Mann, ich bin im Fazit. Mann, ich will ein halbes Kissen. Ja, ich darf jetzt weitermachen? Ja. Danke, tschüss. Okay, bis dann. Preis ist cool, Kapazität ist gut, die Power ist gut, wirklich verbesserungswürdig ist ganz klar die Qualität in der Haptik, im Fahrwerk und natürlich auch in der Fahrkontrolle über die Gasannahme, ja. Gut, das soll es jetzt auch an der Stelle erstmal gewesen sein, ja. Also ich will das Ganze jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist, weil es war nicht schlecht, es war okay, aber es war definitiv nicht super, sondern eher so eine 3. Ja? Kennst du das, kriegst du in der Schule denn, also kein Bienchen, sondern eher so eine 3 bis 3 minus. Und ihr macht jetzt bitte nur noch eins, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier im Selfie-Guerilla-Modus bei den Scooterhelden in Berlin oder ja, bei mir zu Hause. So, ich rufe jetzt mal meine Frau zurück und kläre das Thema mit den Kissen. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.